Guten Tag, sehr verehrte Damen und Herren. Wir begrüßen Sie zum zweiten Teil unseres Interviews zum Thema Permakultur. Und Marlin Gerken führt uns. Zwar geht es um die Mensch-Natur-Beziehung in der Permakultur. Die nächste Frage lautet: Inwiefern eben in der Permakultur andere Spezies und Akteure berücksichtigt werden? Ich habe ja nächste Woche hier ein Eintagesseminar mit Leuten aus dem Alentejo. Das sind zum Teil Portugiesen, da sind aber wahrscheinlich auch Engländer und definitiv auch Deutsche dabei. Wir kommen auf ein Grundstück, das ich bisher einmal gesehen habe, das derzeit völlig unbebaut ist und das auch ziemlich devastiert ist. Wir stellen uns vor, wir kommen aus irgendwelchen Gründen auf dieses Land. Wir müssen überleben. Ja. Oh, wir haben eine Familie. Und wir haben da jetzt mal 20 oder 40 Hektar. Ein Hektar sind 10.000 Quadratmeter. Das Erste, ich werde die Leute fragen, was sie für eine Vorbildung haben. Ja. Und dann werden wir gucken, wie wir vermitteln, dass wenn wir auf ein solches Land kommen, dass wir es uns herausnehmen dürfen, ein neues Herz dieses Landes zu werden. Also das Herz steht bei uns für Einfühlen, für Mitfühlen. Mhm. Das Herz vermittelt also zwischen Bauch- und Kopfwahrnehmungen und kann sozusagen integral sich auf das Land einstellen. Ich stelle mir das immer wieder so vor, man nimmt eine Gruppe von Menschen und die haben alle einen Fallschirm und eine Butterbrottüte dabei oder ein bisschen Essen und man wirft die über einem unendlich ausgedehnten Wald ab. Mhm. Ihr müsst jetzt gucken, wie ihr durchkommt. Und nach 3 Jahren kommt eine Gruppe von Forschern, die wissen, wo die sind, und guckt, ob da überhaupt noch welche übrig sind. Und das ist ganz klar, nach 3 Jahren finden die ein blühendes Dorf. Und wenn die dann in ihre Tagebücher schreiben, wie arbeiten die Menschen, dann werden die sagen, ja, sie haben im Grunde genommen, die machen alles, was man von Menschen kennt, die in der Natur leben. Und was die da bewirtschaften, ist ein Waldgarten oder ein Permakulturgarten. Der Begriff Waldgarten, der liegt mir auch sehr am Herzen. Ja. Der wurde von Robert Hart gegründet aus England. Der hat diesen Begriff nicht patentieren lassen. Er beschreibt einfach nur, wie das typisch ist in England, my home is my castle. Und in diesem Falle hat er ein Treibhaus, einen Hühnerstall neben seinem Häuschen, einen Obstgarten, einen Gemüsegarten, einen Kartoffelgarten, was haben wir denn noch? Einen Abfallhaufen und ein paar Gehölze. Also der hat eigentlich alles auf seinen 2 Hektar englischem Grundstück. Typisch. Mhm. Und er kann davon leben. Ja, Robert Hart hat also diese Art Waldgarten beschrieben. Dann gibt es noch den nächsten Begriff Agroforestry, der gefällt mir am wenigsten. Der klingt mir wieder so sehr technisch. Ja, und das klingt ja so eigenartig, weil wir doch immer vorgeben, wir müssten mit riesigen Mengen Weizen die Welt ernähren. Ja, ich kann mir vorstellen, dass das für viele jetzt erstmal recht fremd klingt. Also wir bleiben einfach mal beim Begriff Agroforestry. Im besten Sinne sagt er im Grunde Waldgarten. Ja. Denn Forestry ist Wald und Agro ist alles, was zum Garten. Und da tun wir jetzt mal die Tiere dazu. Und wie wir zu diesem Projekt hier gekommen sind, war es die Idee, auf einen Selbstversorgerweg zu gehen, aber auch die Natur kennenzulernen. Dafür haben wir eine ganz andere Landschaft gewählt, die ich vorher nie gesehen hatte. Und einfach zu schauen, was kann einfach ein Mensch dort machen. Ich bin jetzt 22 Jahre hier, kann sagen, ich fange jetzt langsam an, Wurzeln zu schlagen. Mhm. Wenn ich jetzt dieses Praktikum einleite, dann werde ich ganz kurz sagen, dass ich das so empfunden habe, dass ich gewissermaßen zu einem Herz dieses Landes werde, aber auch als Fremder, und das ist bei Multispezies-Thematik immer wichtig, als Fremder komme und auch um das Geleit der anderen bitte, also nicht vermittle, Leute, ich habe alles auf dem Schirm und ihr habt zu gehorchen. Das geht mit Multispezies nie. In keinem Ökosystem der Erde, ob Wald oder Steppe, geht es anders als über das Wechselspiel, aber letztlich immer auf gleicher Ebene. Mhm. Ja, das Bild mit dem Herz ist auch sehr, sehr schön. Also ich stelle mir das so vor, wenn man da praktisch ein neues Herz reinbringt, wird man das ja eigentlich auch so verstehen können, dass man einen neuen Rhythmus da mit reinbringt in das Land. Also dadurch, dass man dann da Teil von wird, bringt man da eine neue Dynamik rein. Ja, dazu fällt mir ein Klima, das wechselt. Und was bedeutet das? Da gibt es dann zum Beispiel, dass eine Vogelart verschwindet, der es hier zu trocken wird.
Dafür kommt eine andere Vogelart, die mit der Trockenheit ganz gut auskommt. Also von mir aus Mönchsgrasmücken werden weniger und Heidelerchen mehr oder irgend sowas. Ja. So, das bedeutet, in dem Symphonieorchester meines Ortes, da fühle ich mich als Newcomer so wie ein Dirigent, der mit den Wiener Philharmonikern arbeitet, der wird der neue Dirigent. Aber der Dirigent, wenn er gut ist, wird erkennen, ey, da sitzen ja Musiker, die sind ja mindestens so genial wie ich. Das heißt, es ist bloß die Frage, wer lenkt denn? Und man könnte denken, der Dirigent lenkt nur die Flöte und die ganzen Leute, die da sind. Nein, ein richtig gutes Orchester kann alles auch ohne den Dirigenten spielen, aber mit dem Dirigenten bekommt die Facette des Dirigenten. Das heißt, ich bin in der Diversität meines Grundstücks als neuer Permakulturist ein Instrument, welches sich einstimmt. Ja? Wie klingt mein Orchester? Aha, gut, das können wir machen. Und das ist natürlich eine ganz andere Form als diese imperialistische Art. Ich komme darüber. Nächste Woche werden Bananen und Kartoffeln gepflanzt. Fertig ab. Ja. Ich habe neulich ein Grundstück besucht bei Leuten, die kommen aus England, die denken, sie sind im Alentejo, das ist im Süden Europas. Was haben die als erstes gepflanzt? Bananen. Brauchst du gar nicht erst anfangen. Die passen da gar nicht hin. Eine Banane. Ja, wir haben auch interessanterweise so eine Art Fehler gemacht, indem wir Surinamkirschen hier eingeführt haben, die zu richtigen Bäumen werden, wenn du beispielsweise in Brasilien oder Paraguay bist. Bei uns sind es nur Büsche, aber erstaunlicherweise hat mindestens eine durchgehalten. Okay, ja. Also wir dürfen auch mitbringen in das Orchester ein neues Instrument. Karl Orff zum Beispiel hat so manch Klanginstrument hinzugebracht, wo irgendwelche Holzplätze und so, ja. Ja, sehr, sehr interessant. Und wenn wir jetzt schon bei den Tieren und Pflanzen sind, gibt es da welche, die dir besonders wichtig sind oder die vielleicht einfach eine sehr wichtige Rolle spielen? Wenn wir jetzt unser Praktikum beginnen, dann gibt es am Anfang so ein kleines Outline und da wird dann auch schon darauf hingewiesen, dass jeder der Teilnehmer zum Schluss etwas mit nach Hause nimmt. Etwas Lebendes, das man schon sieht, und etwas Lebendes, das sich erst noch zeigt. Also zu Deutsch einen Samen und auch ein Pflänzchen. Zwei Dinge kriegen die mit. Wir sind ja gekommen als Gruppe Selbstversorger. Die können jetzt nicht 10 Jahre lang warten, bis die Obstbäume alle tragen, sondern wir werden als erstes Bohnen sehen, weil wir Proteine brauchen. Und wir werden als erstes Kohl stecken, weil wir Grün brauchen. Wir haben ja hier bei uns wirklich sehr viele ganz junge Olivenbäumchen. Ich werde ein paar Olivenbäumchen mitbringen und die werden da auch eingepflanzt. Ja. Weil die Oliven, das sind diejenigen, die 5 bis 8 Jahre später Fett bringen. Proteine, Fett und Grün mit Mineralien. Das braucht der und Mensch. Ich werde dann auch sagen, wenn wir jetzt dieses Projekt hier in Real durchführen würden, dann würden wir auch wahrscheinlich relativ schnell eine Hühnergruppe einführen, weil uns die Hühner mit etwas versorgen, was Menschen seit Urzeiten nutzen, nämlich Eier. Dass es zwar nicht immer Eier gibt, ist auch in Ordnung. Und ich werde dann auch sagen, dass der Mensch seiner Natur nach nicht vegan ist, aber das kann man natürlich halten, wie man will. Wenn der Mensch glaubt, mit Kopfentscheidungen den Körper zu beeinflussen, ist das ja nicht ganz falsch. Es muss also jeder wissen, wie stimmig das ist. Aber das ist das Erste. Wir versuchen gleich, eine Lebensbasis zu produzieren. Ja. Im nächsten Aspekt gehen wir durchs Gelände und sagen, sag mal, was würdest du denn, wenn du was hättest, wohin pflanzen? Also wo kommt der Nussbaum hin, wo kommen die Mandeln hin, wo kommen die Orangen hin, wo kommen die Aprikosen hin? Warum brauche ich Aprikosen? Wir müssen im Rahmen der Permakultur eine Reihe von Facetten betrachten, unter anderem wissen, unter welchen Bedingungen ist so ein Siedler oder so eine Siedlerfamilie eigentlich gesund. Da gibt es ja diese Blume der Permakultur, da gibt es eben unter anderem die Aufgabe, wir müssen uns um die Gesundheit kümmern. Und so eine Selbstversorgergruppe, die von 0 auf 100 startet,
Ja, da wird sich einer nächstens an der Hacke schneiden, die er sich selbst hergestellt hat. Dann muss so eine Art Medical Cure in der Lage sein, wenn du denkst an unsere Schmalplatt-Wegeriche zum Wundstillen. Das heißt, wir müssen auch die Natur daraufhin untersuchen, wo kann uns die Natur durch Medikamente helfen. Und selbstverständlich wird uns die Natur bei allen möglichen Materialien helfen, denn wir müssen ja als Menschen von unserer Natur her handwerklich begabt, dann auch Dinge herstellen, mit denen Ja. wir da draußen die Erde öffnen. Im Alentejo die Erde zu öffnen, das ist ein heißes Ding, deswegen haben wir Hacken. Ja. Ja. Auf welche besonderen Herausforderungen bist du gestoßen, wenn du so permakulturell aktiv bist? Ja, mit dieser Frage beginnen wir dann den dritten Teil dieser Aufzeichnung. Danke für Ihre Teilnahme.